So, jetzt sind wir wieder bei dieser großen Höhle, wo die... Wo das aussieht, als ob die eine Kutsche anbeten. Bin mir nicht sicher, ob wir da reinstürmen sollen, aber vielleicht schon. Guck mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die besonders freundlich sind. Oh, yo. Ja, ich weiß nicht, wie viele ich da getroffen habe. Waren jetzt eher nicht so viele. Oh. So, aber wenn es jetzt... Oh, oh. Eigentlich sagen, wenn es jetzt viele normale Rieglinge sind, dann macht es eigentlich nicht so viel. Zack, okay, der ist schon mal... Oh, der auch, cool. Ach, von denen, die geschmissen werden. Ja, okay. Das kann ich mir vorstellen, dass das schön macht. Aber das sind ja mal richtig viele, ey. Ja, jetzt habe ich leider den getroffen. Ist der jetzt kaputt? Nee. Der ist kaputt. Ich hoffe mal, der komische Sphären-Handlanger ist jetzt nicht sauer auf die Feuergeister, weil die den anballern. Das wäre ein bisschen uncool. Warum regeneriert denn aber mein Mana so langsam? Das ist ja ein bisschen ungünstig. Gib mal weg. Yep. Frag mich auch, ob wir bei den anderen Schulen von der Magie das auch noch hinkriegen. Kostet... Pfeilschießen kostet kein Mana, oder? Nee. Sah grad so aus. Ob wir bei den anderen Magieschulen auch so weit kommen wie bei der... Beschwörung. Dass wir da irgendwann die Meisterskills lernen können. Weil wir die vielleicht nie benutzen können, weil wir so weit gar nicht kommen. Das ist wirklich einfach nur eine Kutsche mit. Oder haben die die selber gebaut? Das ist ja albern. Ja, der steht da einfach nur rum. Was soll denn das? Da kann ich einen tollen Trick. Okay, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Ey, und ist schon wieder der Bogen leer. Nehmen wir wieder winzige. Da haben wir so viele von. Ah, vielleicht wird das ja auch irgendwann mal weniger... Ich glaube, ich gehe einfach mal da rein. Oh, das zählt doch als Schleichen, aber... Dann ist es ja doch ein bisschen günstiger so. Hä? Ich kapiere. Oder ist es einfach so mit Pfeil und Bogen, dass man nicht immer hundertprozentig genau ist? Ah, das war der letzte, okay. Brauchen wir was von denen? Eher nicht. Zwergenpfeile haben wir noch so viele. Sie gelten ja auch nicht. Ein Ziegenbein. Ja, da bin ich ja mal gespannt, was da bei dieser Kutsche los ist. Kommt man da überhaupt hoch? Die haben sich wirklich einfach nur ein Pferd gebastelt. Muss man da hochkommen, sonst hätten die es ja gar nicht bauen können. Ja. Was das soll, ob man und damit überhaupt was machen kann. Ist ja bescheuert. Kann man da irgendwas machen? Nee, ne? Gar nichts. Naja. Oh, da ist eine Truhe. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass hier noch so ein Kristall irgendwo drin ist.
Aber den weiß ich auch noch gar nicht, was man macht. Die sind zwar immer recht teuer, aber warte mal, ein Goldbarren für irgendwas kann sein, ne? Ich wollte, glaube ich, mal die schwarzen Seelensteine benutzen, weil die ziemlich schwer sind. So. Zwergenhelm. Ganz toll. Das... Die ist auch leer. Das war alles, wofür diese Höhle da war? Korund. Goldene Halskette. Eine ganz normale aber nur. Ups. Ja, die haben sich aber ordentlich gegönnt hier, ne? Die Rieglinge. So, den Silberband wollte ich rausschmeißen. Und den sieht es ja jetzt anscheinend so aus, als müsste ich doch nochmal einfach über die Insel latschen. Um zu gucken, ob irgendwo noch so ein Resonanzstein rumliegt. Da, achso, aha, da hätte ich auch rumgekonnt. Okay, da ist nichts weiter. Oh. Oh, ich dachte schon. Den haben wir jetzt in dieser Höhle nicht so viel geschafft. Ne, ich glaube, wir hatten mindestens einen Skillpunkt bei der Zerstörung. Weiß nicht, ob beim Heilen auch. Ansonsten. Hat das jetzt gar nichts gebracht. Nee. Ah ja, jetzt sind wir einfach wieder am Anfang. Dann sehen wir uns jetzt vor dem nächsten Ding, was ich auf dem Weg irgendwohin finde. So, ich bin jetzt in dieser Zwergenruine, wo wir schon mal waren, mit Nela zusammen in dieser da. Angeblich soll hier im Äquaduktbereich einer sein. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir hier auf jeden Fall irgendwas mitgenommen hätten, wenn da was gewesen wäre zum Mitnehmen. Das ist anscheinend nicht der Fall gewesen, weil... Naja, ich hab nicht. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ne? Ich hatte ja aus irgendeinem Grund 3. Aber, naja... Also ich habe keine Ahnung, das... Ja, die habe ich natürlich nicht, die Würfel. Kommt man da überhaupt hin? Hä? Wo habe ich denn jetzt den Würfel her gehabt? Ach, das war bei der einen Tür nur... Einmal... Kommt man da rein? In diesen Raum? Eher nicht, aber es sieht so aus. Warum würden die den Raum machen, wenn man da nicht reinkommt? Da ist doch eine Truhe auch drin. Aber hier ist nirgendwo so ein Teil dafür. Da kommt man auch nicht hin. Ah. Müssen wir hier so rum und dann... Ja, vielleicht brauchen wir das Wasser doch und müssen darüber schwimmen. Ist das so? Guck einfach nochmal. Das hieß, es soll auf irgendeinem Tisch liegen. Das ist doch bestimmt in einem Raum, in dem wir gar nicht drin waren. Das ist bestimmt da, denn mach ich das Wasser nochmal weg. Da. Tja, damit habe ich nicht gerechnet. Aber es macht ja auch Sinn, ne? Das waren... Die anderen waren auch alle in Zwergenruinen. Und wenn wir wirklich da nie waren, dann... Naja. Es geht gar nicht höher. Ah! Bam, auf. Es ist ein Meister. Es ist ja praktisch, dass die anderen hier auch herkommen können, ne? Speichere das mal so.
Mann, ich glaube, die halten übertrieben viel aus. Oh, doch nicht. Aber ich glaube, wenn das trifft... Einer kann so vielleicht sogar reichen. Ja. Boah, es ist... Okay, das ist ein bisschen übertrieben. Einfach mal beides hier. Zack. Okay, aber ein Fall müsste jetzt reichen für den. Bam! So, da haben wir einen. Kerzenschein. Tatsache. Ey, ich hab's einfach nur nicht gesehen, ne? Naja. Das frage ich mich natürlich, ob auf der anderen Seite auch das offen ist. So, das andere brauche ich alles nicht. Gehen wir da nochmal kurz rüber. Tja. So kann einem das gehen, wenn man hier richtig hinguckt. Wäre so einfach gewesen, ne? Einfach einmal um die Ecke. Obwohl ich denn auch nicht weiß, was ich gemacht hätte. Aber ich hätte ihn bestimmt eingepackt. Weil ich nicht wusste, was es sein soll. So, dann gehen wir jetzt einmal zurück. So, da sind wir. Ich lade mal vorher noch den Bogen wieder auf. Ach, dann wird das bestimmt... Das wird jetzt bestimmt richtig schlimm. Das war ja das letzte Mal schon so doof. Jetzt haben wir zwar auch die Sphäre bei und ich hoffe auch... Alle Feuer. Okay, da kommen sie beide. Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Jo. So, einmal speichern. Hast du mir noch gemerkt, der musste da unten rein. Zack. Oh Mann, ey. Und jetzt. Kriegen wir denn danach so ein. Oh. So ein Centurio als Begleiter, das wäre natürlich auch cool. Und die würden mir wahrscheinlich eher noch eine... Ach, hier ist alles voller Wasser, deswegen, oder was? Die würden mir wahrscheinlich eher so eine... Warte mal, kriegen wir das vielleicht auch mit Heilzauber hin? So eine Balliste andrehen? Aus irgendeinem Grund verwechsel ich heute andauernd die Tasten. Naja, jetzt kann ich natürlich nicht rufen, weil ich es gerade schon getan habe. Ich lasse die einfach an die anderen mal auf den die Spinne klopfen. Irgendwann wird die ja auch kaputt gehen. Okay, nur dass wir die Balliste inzwischen denn schon kaputt haben. Okay, wunderbar. Sind das eigentlich gar keine Meister diesmal? Ist da gerade ein Pfeil an mir vorbeigeflogen? Warum ist so eine Spinne hier direkt vor mir? Okay, das war knapp. Also irgendwas macht hier... Ach du Scheiße, die liegt am Boden. Ja, und der andere Typ, der steht einfach nur rum. Das ist ein Meister, ja, toll. Oh. Okay, die Spinne ist anscheinend weg, aber auch beide Flammendiener. Nee, da ist noch eine Spinne. Irgendwo. Da... So, der ist ein bisschen abgelenkt. Gucken, ob der jetzt lange genug durchhält, bis mein Mana wieder voll ist, um den nächsten zu machen. Das ist ja jetzt auch blöde für Mjolnir, weil die jetzt so überhaupt nicht regenerieren kann, wenn die im Stromwasser sitzt. Oh, jetzt müssen wir aber dann auch verhindern, dass die Spinne neben mir explodiert, ne? Nicht, dass die stirbt. Das wäre ja blöde.
Bam. Hat man nicht gesehen, aber... Aber war ziemlich cool. So, steh mal wieder auf. Ja, sie ist wieder da. Zwergenbolz nehmen wir natürlich mit. Kann ich... Ich kann doch auch... Warte mal, ich habe doch heilende Hände. Heilende Hände hier. Ja! 62. Ja, kann ich eigentlich auch sehen, wie viel sie hat? Nee, ne? So. Lea. Das ist ja cool. Also es kann jetzt schon sein, dass der nächste Skillpunkt... das Level aufbringt. Okay. Das Ding ist immer noch da. Sollen wir mal gucken, ob wir jetzt die Prüfung schon bestanden haben oder ob wir es haben. Ich bin aber gespannt, ne, was denn da am Ende ist. Ausrüstung oder auch wieder nur Blödsinn? Hier haben wir reingeguckt. Ja. Ja, stimmt, hier gab es immer Ausrüstung. So. Ja. Abgeschlossen. Centurion Meister. Wimmer Getrieberad. Na, das brauchen wir leider nicht. Auch ein Zahnräder. Diamanten? Was ist das hier? Schwarzer Zwergenbogen des Schicksals? Na, den muss ich mir mal angucken. Was ist das hier? Goldbarren, naja. Ein schwarzer Zwergenbogen. Das hört sich ja so an, als ob das was ganz Tolles ist. Und selten? Da. 73 Schaden, einfach so. 50-prozentige Chance, dass für jedes Attribut... Ach, für jedes Attribut 25 Punkte Gesundheit, Ausdauer oder Magika zu absorbieren. Das ist ja krass. Okay, meiner macht 190, ne? Aber das können wir entzaubern. Ich sehne mich nach einem Kampf. Kein Problem. Ich kann einiges an Ausrüstung tragen. Problem ist nur, dass sie auch bald voll ist, ne? Ja. Ich will mal gucken, wie viel... Okay, sie hat 6 Zahnräder. Braucht sie... Wir brauchen immer noch 4. Da rennen die weg. Das brauchen wir auch nicht. Schreckenszombie? Kann ich den schon? Brauchen wir zwar auch nicht, nur weil wir auf Untote nie gegangen sind. Kann ja schon. Okay, dann... Sind wir hier anscheinend durch? Können wir uns da hinsetzen? Lass die Spiele beginnen! Okay. Hier. Die hatten aber auch nichts. Nee, die hatten gar nichts. Kommt man da drüben hin? Da sah das ja auch so aus, ob man da sein kann. Nee, aber, nee. Okay, der hatte nichts. So, dann würde ich jetzt mal vermuten, dass wir komplett fertig sind auf Solstheim. Oder haben wir noch, ich glaube nicht, wir haben auch kein Quest mehr hier. Nee. Über die Wildelfen? Okay. Vielleicht ist es nicht hier. Dann gehen wir jetzt aufs Festland zurück und suchen einmal das Buch, wenn uns das angezeigt wird. Wenn es nicht angezeigt wird, gehen wir einfach so zu dem Typen zurück. Auch stimmt. Ja, können wir auch draußen machen. Ich lasse die Sphäre nämlich hier, die gefällt mir nämlich nicht. Die macht Krach und steht im Weg und die kämpft dann dauernd mit dem Sturm. Atronachen, den wollte ich ja eigentlich behalten. Ja,
So, wir sind hier bei den gespaltenen Türmen. Hier soll das Buch sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob da oben irgendwo oder was? Wie wir da hinkommen. Vielleicht können wir uns hier so ein bisschen hochschummeln. Das wäre ja... Ah ja, doch. Geht, geht, geht. Hier sind nicht mal Gegner. Oh, wunderbar. Das wäre denn leicht gewesen. Hier ist gar keiner. Nee, keiner. Sehr cool. Dann haben wir das Buch jetzt auch. Dann können wir zu dem Typen zurückgehen und... Okay. Ist hier jetzt doch einer? Ja. Oh. Es ist ein Dornenherz. Okay, dann sehen wir uns gleich bei dem Bibliothekar wieder. So, dann machen wir jetzt hier mal Schluss. Und in der nächsten Folge werden wir dann erstmal die Bücher abgeben. Und dann gucken wir uns mal das Dawnguard DLC an. Also dann bis zum nächsten Mal bei Skyrim.